Hey Leute, willkommen auf meinem Kanal Taiko hier. Ich mache heute ein Testvideo und zwar teste ich mein neues Mikrofon und sonstiges Audio-Setup. Dementsprechend habe ich mir einfach gedacht, ich nutze die Gelegenheit und zeige euch mal, wie ich so mit Bezieht experimentiere. Das heißt also mit Materialien für verschiedene Regionen. Dafür fummel ich gerade mal testweise eine Region zusammen. Da ich ja gerade richtig mit Sumpf arbeite, dachte ich mir, komm, mache ich mal irgendwas im Bereich von dem Sumpf. Bevor wir da so weit sind, muss ich aber dann noch die Landschaft vorbereiten. Ich lasse das hier im Hintergrund gerade ein bisschen schneller ablaufen, damit wir da mäßig schnell dahin kommen, wo wir eigentlich hin wollen. Dementsprechend gebe ich jetzt nochmal kräftig Gummi, damit das Video hier nicht allzu lang wird. Für alle, die das interessiert, ich habe jetzt ein HyperX Quadcast Mikrofon. Ich kann das auch nachher gerne mal unter das Video posten, zumindest den Amazon-Link. Das Mikrofon macht eigentlich bisher eine relativ gute Figur, hat verschiedene Aufnahmemodi, zeigt durch rotes Leuchten relativ deutlich, ob gerade aufgenommen wird oder ob es gerade gemutet ist, kann durch Touch gemutet werden, hat endlich mal eine brauchbare Einstellung für die Lautstärke und vor allem setzt sich im Gegensatz zu meinem Razer, das ich vorher hatte, nicht alle 20 Minuten der Mikrofonpegel mitten im Betrieb zurück. Damit dürften jetzt einige Audioprobleme, die ich immer wieder hatte, gelöst sein. Hoffe ich zumindest. Deswegen mache ich das Video, um das rauszufinden. Ja, wie ihr im Hintergrund sehen könnt, streiche ich gerade die Landschaft so an, dass es so ein bisschen mehr nach Sumpf aussieht, alles ein bisschen braun und das ganze Grün weg. Wir wollen ja nicht, dass wir hier nur einen nassen Wald haben, sondern es soll tatsächlich aussehen wie ein patschnasses Sumpfbiom, in dem dann halt die ganz normalen Büsche, die Bäume, die Mangroven und alles rumstehen, was man aus den normalen Sümpfen denn auch kennt. Wir haben hier natürlich jetzt schon einiges vorgegeben. Man muss nur noch Swamps suchen und findet natürlich im Content Browser schon eine ganze Tonne an Material, die man verwenden kann. Ich werde es aber so machen, dass ich tatsächlich nur die Sachen aus dem, wie heißt er denn? Ich habe den Namen von dem Ordner vergessen. Primal Earth, genau, Primal Earth Ordner rausnehme. Ist aber ein Nachteil, wenn man das Video spricht, nachdem man es aufgenommen hat. Die Vorschau ist etwas verschwommen, das heißt, ich kann da nicht wirklich lesen, wie die Dinger heißen. So. Wir müssten jetzt eigentlich bald an den Punkt kommen, wo ich mit dem Seed angefangen habe. Ich habe dann zwischendurch noch ein bisschen rumexperimentiert, habe die Sachen übertragen, habe mal was reingestellt, um mal zu gucken, wie die Größe ist, habe nochmal die Map geladen, um zu gucken, ob das alles funktioniert hat. Und dann müssten wir jetzt eigentlich loslegen können. Ja, noch einen Pilz abgecheckt. Genau, jetzt habe ich alles ausgewählt und dann einfach mal auf groß gezogen in die Map geschossen. Das Gute ist, dass meistens die Stärken oder die Mengen, in denen ein Gegenstand vielleicht auf der Map auftauchen sollte, schon so mäßig vorgegeben sind. Das sieht man jetzt gleich hier. Wenn ich das hier jetzt einmal reinposte, haben wir einen ordentlichen Wald. Das kann ich dann hier an der Seite noch ein bisschen auffüllen, die Löcher, die wir haben. Ist nur die schnellste Technik, wenn man die Foliage erstellen möchte, wenn man sich den Ärger sparen möchte, das alles einzeln zu machen. Ist natürlich auch eine sehr ungenaue Technik. Und man muss relativ viel nacharbeiten. Das heißt, also, wenn man zum Beispiel im World Grid arbeitet, darf man nachher alles wegradieren, was drüber raussteht. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, dass man natürlich, ich sag mal, ein ziemliches Chaos nachher in dem Biom hat. Allerdings ist natürlich auch eine prima Möglichkeit, um, ich sag mal, ein natürlicheres Biom zu erstellen. Ich habe jetzt natürlich hier relativ dicht Baum an Baum. Das ist aber nicht so schlimm, weil diese Sumpfbäume zum Beispiel, die haben zwar eine Hitbox, aber nur die. Sozusagen der Stamm ist die Hitbox. Das heißt also, der Wurzelknollen, der da dran hängt, der interessiert eigentlich niemanden. Oder zumindest blockiert er den Spieler nicht. So, Swamp-Biome sind sowieso ein bisschen unübersichtlich. Dementsprechend passt das Ganze ja ganz gut. So, wenn wir jetzt hier mal reingehen, sehen wir sehr viel Zeugs. Wir können auch mal in die Map reingehen. Und wir sehen, ich habe da versehentlich einen ganzen Haufen Material oben auf die Level Cap gesetzt. Das sollte ich nochmal ändern. Aber ihr seht, hier funktioniert schon mal alles und es sieht einfach aus wie ein Sumpf. Ein bisschen mit Höhen und Tiefen hätte ich noch arbeiten können auf der Map, aber gut, wie gesagt, das ist ohnehin nur eine Testmap
um Foliage, Seeds und ähnliches zu testen, die ich dann einfach nur auf meine andere Map übernehmen kann. Dementsprechend ist das alles kein Problem. Das ist zum Beispiel jetzt mal ein Tipp, den ich euch geben kann. Wenn ihr mit sowas arbeitet, nehmt beispielsweise so eine, ich nenne sie jetzt mal Testmap, und dann erstellt einfach, ja, tatsächlich so, erstellt die Foliage, postet die Foliage auf die Map und passt dann die Stärken der Spawner, die Mengen, die spawnen an. Wie ihr sehen könnt, muss ich jetzt hier noch die einzelnen Sachen rausschneiden. Ich habe da leider einen Fehler gemacht, ich darf es nämlich gerne nochmal machen. Da habe ich nämlich nicht auf der Map rumgesäbelt, sondern tatsächlich auf dem Level Cap, also den Level Bounce. So, die, ja, die verbanne ich gleich ins Jenseits. Wenn die weg sind, dann können wir hier nochmal in Ruhe und diesmal auch wirklich das Richtige wegradieren. Das heißt, also wir fahren jetzt Stück für Stück mit den verschiedenen Sachen, die Flüsse hier ab. Die machen die Bäume aus dem Wasser raus, und zumindest mal zum Großteil. Natürlich benötigt auch diese Technik relativ viel Nachbearbeitung, wenn man da mal fertig ist mit der Map. Oder wenn man mit dem Biom fertig ist. Zum Beispiel mache ich es inzwischen so, dass ich tatsächlich ja, Kachel für Kachel von diesem System abarbeite. Und ihr seht, das ist relativ einfach hier mit dem Lasso sozusagen das ganze Zeug hier rauszufangen. Man erkennt ja die Flüsse relativ gut. Wir brauchen nachher noch ein paar Büsche, die kann ich noch im Nachhinein einfügen. Dann radieren wir noch die ganzen Bäume daraus. Und dann geht es auf jeden Fall schon mal in die richtige Richtung. Das ist dann ein mäßig sicher mit dem Floß befahrbarer Fluss, in dem natürlich noch diverse Pflanzen und so drin stehen, die ich jetzt noch nicht wegradiert habe. Aber ich weiß nicht, vielleicht bekommt der eine oder andere ein Gefühl für das, was ich gerade meine, mit dem Seed erstellen und mit dem so ein bisschen rumspielen und versuchen, sich da ein bisschen Zeit zu ersparen, indem man einfach so eine vorgefertigte Folie jetzt schon über die Map drüber pflastern kann. Hat schon Vorteile. Und da wir ja die entsprechenden Daten hinter jeder Foliage-Instanz bearbeiten können und auch speichern können, können wir natürlich auch, sagen wir mal, so Sachen wie Dichte und Spawnmenge und ähnliches dann im Voraus festlegen. Jetzt packe ich hier noch gerade ein paar Büsche hin auf die, ich sag mal, trockenen Stellen. Ich will jetzt nicht unbedingt viele Büsche ins Wasser setzen. Die müsste ich dann auch nachher noch wieder rausradieren. Aber das sollte eigentlich kein Problem sein. So, hier noch, da hinten noch ein paar. So, dann können wir gleich wieder das Level sichtbar machen. Denn das Witzige ist, auch wenn das Level unsichtbar ist, kann man die Foliage bearbeiten, auch wenn man halt nicht sieht, was man macht. So, da ich aber relativ sicher bin, dass ich die Büsche richtig platziert habe, müssen wir jetzt nur eine Weile suchen, bis wir mal einen Punkt finden, der nicht voll mit Wasser ist. Und wir haben Büsche. Perfekt. Das heißt, wir können jetzt auch am Busch Beeren farmen. Macht das Ganze nochmal ein bisschen natürlicher. Jut. Speichern wir das Ganze nochmal. Jetzt können wir noch ein bisschen, keine Ahnung, mit Nebel oder so rumspielen. Im Endeffekt war es das eigentlich schon größtenteils für das Thema Seed oder für das Thema, wie haue ich so viele Foliage wie möglich auf eine Map, ohne dabei die Map zu sprengen oder meinen Computer zu sprengen. Ihr seht, was vielleicht ein kleines bisschen übertrieben ist, ist die Menge an Steinen, wobei ich sagen muss, die Menge sieht nicht schlecht aus, also optisch macht das was her. Vielleicht übernehme ich sowas mal. Ich werde auf jeden Fall demnächst mal noch ein Video machen zum Thema, wie erstelle ich Landscape mit Foliage. Das bedeutet also, wie platziere ich random sozusagen Foliage, die man aber nicht abbauen kann. So, wie ihr sehen könnt, sieht das Ganze jetzt wirklich nach Swamp aus. Klar, der Nebel ist jetzt falsch. Es ging jetzt nur mal um das mal so optisch zu zeigen, wie das dann aussehen würde. Und es ist halt gerade noch alles relativ flach. Das ist immer, was ich am Sumpf in Ark eigentlich nicht mag, dass es flach ist alles. Aber da das ja nur ein Test ist, ist es ganz okay. Ihr seht, okay, wir müssen natürlich noch einiges wegradieren, aber wenn das dann mal weg ist, dann funktioniert das. Dann bin ich eigentlich fertig mit dem Video. Danke fürs Anschauen. Wenn du Fragen hast, schreib es mir in die Kommentare. Wenn du das Video komisch fandest, keine Sorge, ich auch. War ja, wie gesagt, nur um mein Mikrofon zu testen. Und danke, dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video.